Warte mal. Jetzt. Ja, gib doch. Nein, von unten. Du musst runtergehen und oder Jasmin hoch. Das müssen wir mal ein bisschen. Autschi! Fährst du jetzt weg? Ich laufe da runter. Ach so. Ja, ich laufe jetzt hier mal. Das ist trotzdem viel zu weit weg. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, und jetzt darf ich aber nicht dagegen kommen, ne? Das ist total kacke, weißt du das? Warum? Weil man zieht oder was? Ja, weil ich dagegen komme sonst. Ach, das ist ein Stück mehr als mir. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ey, dann guck doch jetzt, mach Stopp und dann guck. Ja, aber ich werde da 100% dagegen kommen. Warum kommst du denn dagegen? Dann pass ein bisschen auf. Dann machst du ein Stück so. Ich muss niesen. Alter! Cut, cut! Hallo! Adi, adi, hallöchen! Ich hab mich schon wieder versprochen. Das ist meine liebe Adoptivschwester! Hi! Nein, Spaß. Sie ist nicht adoptiert. Es ist leider meine richtige Schwester. Sag deinen Namen! What's your problem? Sag jetzt, wie du... Junge! Sag, wie du heißt jetzt! Hi, ich bin die Maria. Die Maria! Die Maria! Ja. Also, ich bin heute hier mit meiner Schwester, weil... Ja, ich brauche auf jeden Fall Leute, die sich hier das angucken, weil because hier im Ausschnitt und so ein Scheiß, weißt du? Okay. Was machen wir heute? Heute war es total Spannendes. Ich habe einfach keinen Plan, was ich sagen soll, weil ich noch nie zu zweit gefilmt habe. Und du wirst jetzt mitbekommen, wie oft ich mich verspreche, jetzt schon 10.000 Mal. Oh, wie schlimm das ist. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen näher kommen. Zeig dein schönes Gesicht. Nee, das ist zu. Okay, also bist du bereit? Nö. Also, sie bekommt jetzt diese schöne Maske hier von mir aufgezogen. Fragt nicht, wo ich die her habe und wofür ich die eigentlich brauche. Oh. Ja, soll ich sie dir aufziehen oder ich kannst du ich weiß überhaupt nicht, was ich fand, keine Ahnung, was du da machst, Alter. So? Wunderschön. Vielleicht hätten wir dich auch erstmal ein bisschen besser vorstellen sollen, wie alt du bist. Das können wir doch nachdrehen, Jolo. Jolo. Okay. So, siehst du was? Ich sehe alles. Wieso siehst du alles? Alles ist bescheuert, ich sehe einfach. Dann mach doch die Augen zu. Ich mache jetzt auch die Augen zu. Ja, ich habe meine Augen zu, ich sehe nichts mehr. Also, kleine Überraschung. Mann, ich habe Angst. Ich war mal wieder shoppen bei Amazon, ja. Diesmal habe ich, glaube ich, keine Enttäuschung, sondern ich habe was richtig Geiles gefunden, das Geilste ist. Du hast mich auf diese Idee gebracht. Ach du Scheiße, und ich weiß ja nicht mal was. Nee. Du hast mir diesen Vorschlag gemacht. Ich hoffe, das funktioniert so mit dem Mikrofon. Hört man das? Nee. Du hast die Ehre, in meine schöne Tüte reinzuschauen, die ich extra für dich leer geräumt habe. Wie, da ist ein Spinn da drin? Ja, keine Ahnung. Darf ich jetzt fühlen, oder was? Nee, weißt du, du musst jetzt erraten, was das ist, ohne dass du das spürst. Ich habe 100 Euro. Ja, 100 Euro, okay. Ja, vielleicht kriegen wir 100 Euro, wenn sich genug Menschen dieses Video angucken. Irgendwie ist das übelst dunkel. Ja, mach all... Was, Alter, du musst sagen, wo die Tüte ist. Ja, vor ich dir. Ich sehe doch nicht, aber... Wo soll die denn sonst sein? Soll die hier bei dir schweben? Ah ja, was weiß ich, vielleicht hast du die ja hier stehen oder da oder da oder... Die steht hier. Ja, das weiß ich doch jetzt auch. Mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Oh mein Gott! Moment, verkackt. Gar nicht verkackt. Tu doch einfach so, als wüsstest du nicht, was das ist. Also ich kann mir denken, was das ist. Und das ist so cool. Two of them.
Und anstatt dass du sagst, was das sein könnte, packst du jetzt alles aus, ohne irgendwas zu sagen. Ich denke, das sind zwei coole Barbies, wo wir noch nicht wissen, wie die aussehen. Die gold, blau, grün. Das sind, und wenn du die in Wasser machst, siehst du, ups, siehst du, wie die aussehen. Kann das sein? Nein. Das fühlt sich an wie ein Stab. Kennst du das beim Camping, wo du dann rumpfst, ne? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ei, dieser Haken da, den man im Boden hat. Achso, ja, der kann man auch nicht heißen. Und dann, da stellt man den Stück rein. Und da stellt man den Stück rein. Jetzt hol doch mal alles raus hier. Nein, ich will das ordentlich machen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, wir haben schon 4,5 Minuten gefilmt. Oh mein Gott, und was ist das denn? Was ist das? Das war's, ja. Kommt ein bisschen noch Staub doch raus. Nicht. Nee, Staub habe ich schon entfernt. Ach, bist ein braver Junge. So, du darfst deine Maske absetzen. Jetzt dürfen alle wieder dein hässliches Gesicht sehen. Ekelhaft. Ja, geil. Weißt du, keine Corona-Maske, jetzt Augenmaske, jetzt neuer Trend. Oh mein Gott. Ja, was haben wir denn das hier? Das sind Color Reveal Barbies. Reveal Barbies. Color Reveal Barbies. Mach mal für ein Ding, das nehmen wir dann. Ja, keine Ahnung, wir machen extra ein Foto. Nein, das kann ich doch gleich screenshotten, dann haben wir ein Foto. Ja, dann machen wir nochmal richtig, nicht so halb kacke da. Okay. Ja, willst du was dazu sagen oder soll ich? Ich bin so excited. Ich wollte schon immer ausprobieren. Ich habe das auf TikTok gesehen oder auf YouTube. Und habe ich gedacht, geil. Echt? Du hast das auf TikTok gesehen? Nee, ich glaube auf YouTube, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das gibt es, glaube ich, auch auf TikTok. Die sind so cool, Leute. Also das hier ist eine Barbie, die man irgendwie nass machen muss und dann Nein, die ist, wie ich hier sehe... Sehe ich noch gar nichts. Welche Farbe hat die? Die hat auf jeden Fall so einen Überzug. Und dann machst du die in so ein Wasser. Die musst du also in dieses Wasser hier. In dieses Gefäß mit Wasser. Und dann machst du... Und dann weißt du erst, wie die Barbie aussieht. Und dann ja. Hier sind da sogar... Kriegst du Accessoires. Und Schuhe. Und Kleidung. Und sogar Haare. Cool. So viel dazu. Danke, dass du mir ins Wort gefallen bist und mir die Schau stellst. Du kannst es auch noch mal sagen. Folgt ihr doch bitte auf ihrem noch nicht vorhandenen YouTube-Account, falls ihr noch coolere Videos sehen wollt als meine. Nee. Okay, also gut, du hast schon alles gesagt. Witzigerweise trage ich passend dazu die Barbie auf meinem T-Shirt. Das ist cool. Das sollte mich anspornen. Nee, eigentlich nicht. Oder mir sagen, dass du es machst. Nein, das hat mir dazu gepasst. Bitch. Jetzt mach auf. Übrigens, das ist alles selbst war gekauft, nicht gesponsert und nicht bezahlt bekommen. Also. Du kannst nicht mal. Ja, wo sind denn hier ganzen Sponsoren, die mir hier das Geld geben? Ich bezahle hier und krieg nichts zurück. Eigentlich voll schade, cool. Ich will das eigentlich gar nicht aufpacken. Ja, was willst du damit machen? Also, welche Barbie hättest du am liebsten? Also, ich... Ich weiß nicht, ob die alle so aussehen, wie auf dem Bild. Aber wenn, dann hätte ich eine mit lilan Haaren. Und ich hätte gerne eine, die ein Kleidchen trägt. Oder so aussieht wie ich, das wäre auch in Ordnung. Ja, hier gibt es aber nur diese 5 Barbies, die hier drauf sind. Das weißt du schon. Ich also, jetzt? Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5... Ja, es gibt nicht mehr. Da bin ich mir unsicher. So. Ey, es gibt Dings. Wir haben übrigens die Glitzer-Serie. Hier. Es gibt, glaube ich, noch eine Punk-Serie und noch irgendwas. Aber die waren mir zu teuer. Und die fand ich nicht so schön. Und jetzt hör mal auf, ich bin am Reden. Man hört doch hier nichts. Mein Gott. Nochmal. Wir haben die Glitzer-Serie. Es gibt noch die Punk-Serie und noch irgendwas anderes, aber die war mir zu teuer und die fand ich nicht so schön. Es gibt sogar eine, gibt so kleine Barbies, also so Kinder. Ja, Kinder, das finde ich richtig cool. Und sogar Hundis gibt es da vielleicht auch schon. Es gibt auch Barbies im Rollstuhl. Ja, aber das meine ich, gibt es jetzt hier nicht. Okay, also wenn ich eine hätte, dann hätte ich, glaube ich, gerne die hier. Die hier mit den... Also es gibt die mit den violetten Haaren.
Wo ist die Kamera? Hier, die hier oder die blonde hätte ich gerne. Du nimmst, kriegst du die blonde. Ich hab gerne. Ich möchte aber nicht so gerne, glaube ich, die möchte ich nicht so gerne haben. Ich finde alle cool. Ich glaube, ich würde aber auch die erste nehmen. Also die. Ja, das, du weißt aber schon, das war nicht dabei, ne? Das ist noch von mir. Ich habe mir nämlich eine Barbie gekauft und habe Barbie-Ständer bestellt. Das kann man schlecht rausschneiden, dankeschön. Ich habe mir damals eine Barbie gekauft und Barbie-Ständer bestellt und es gab leider nur ein 12er-Pack. Deswegen habe ich die extra bestellt. Du sagst zu mir, ich soll das nicht machen, aber wenn du vor dem Mikro so machst... Ja, weil ich aber auch nicht vor dem Mikro so mache und dann rede und hier voll ins Wort falle. Okay, wir haben uns wieder beruhigt. Es wird weiter diskutiert. Okay. Darf ich jetzt aufpacken? Ja. Aber muss erst das hier aufpacken. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen das Chaos hier wegmachen. Ja, du spielst mir hier voll die Show. Das ist deins. Die redet mehr als ich und das ist ja schon eine Kunst. Ich habe vielen ausgestellt, dann egal. Das hoffe ich mal auch, ne? Ihr werdet es merken. Sonst machen wir kurz Stopp, dann mache ich das kurz aus. Das kann man noch mehr erzählen. Bis gleich. Gemacht. Übrigens finde ich, die sieht aus wie eine Mumie. Guck doch mal, voll gruselig. Und der ist ja gerade aus, ich will scheißen. Okay. Die sieht aus wie eine Mumie. Achso, du meinst das hier? Boah, ich habe eine neue Videoidee. Das behalten wir mal. Also Leute, ihr habt schon gehört. Läuse? Also Leute. Also Läuse. Ich habe jetzt Läuse verstanden. Du kannst das sogar nachdenken. Na, meine lieben Läuse, ich nenne euch jetzt nur noch Läuse. Geil. Und das ruhig jetzt immer. Oh mein Gott, mein ist pink. Oh, Leute, mein ist pink. Ich glaube, mein ist pink. Meine ist auch. Boah, wir beide jetzt die gleiche Arme, ganz echt. Leute, ich habe mich gerade gefreut. Es wäre so cool, wenn ich eine andere Farbe hätte. Meine sieht aber strange aus. Nein, du hast eine andere als ich. Ich habe eine mit komischer Frisur. Oh nein, ich glaube, ich habe die, die ich nicht wollte. Meine, das sieht man unten schon, die hat irgendwas Blaues. Zeig mal. Oh mein Gott. Hallo, mein Name ist Roboter. Du machst ja gar nicht mit, du bist langweilig. Hi. Riecht nach Hand. Wieso riecht nach Hand? Guck mal. Guck mal, dann zeig mal die Haare. Guck mal, meine Haare sind viel cooler. Das ist nicht schi, ey. Jetzt zeig mal deine Haare. Oh, hier, meine Haare. Ich hab echt deine, die ich haben wollte. Scheiße. Ja, ich hab die hier. Was hab ich denn? Ja, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht die. Und dann, wenn ich jetzt die hässliche hab, wenn ich jetzt die hab. Die auch nicht haben wollte. Okay, egal, wie geht denn das jetzt? Wir müssen jetzt Wasser hier reinfüllen. Du hast doch eine Anleitung hier. Ja, wo ist die Wasser. Denn? Du hast nicht mal Wasser vorbereitet. Wie soll ich Wasser vorbereiten? Nein, wenn du ein Wasserkocher nimmst und das Wasser hier hab. Ja, aber das soll nicht heiß sein, oder? Ja, und Wasserkocher muss kannst auch kaltes Wasser reinmachen. Ach, wirklich? Jetzt musst du mal allerdings 10 Jahre später. Ja, das habe ich mir sogar runtergeladen. Mach das rein, bitte. Eine Ewigkeit später. Okay, weil du der Gast bist, fängst du zuerst an. Du spielst mir mit dem Ding, dass ich die Show. Welcome to my life. Boah, ich bin so aufgeregt. Oh Leute, ich muss nochmal aufstehen. Eskalation. Yes. Okay, wollen wir jetzt gleichzeitig machen oder einer erst? Nein, gleichzeitig. Gleichzeitig. Ich füll dir mal auf. Hier. Boah. Oha, du musst glaube ich nicht mehr dingsen. Ja, wie gut. Oha, genau getroffen. Ja, Glück gehabt, sonst hättest du laufen müssen. Adoptivgeschwister müssen halt sowas, ne? Ehrlich, ich kann das verlieren. So, jetzt müssen wir erstmal das Chaos hier beseitigen. Ja, es muss alles ordentlich sein. Voll Ding. Also, wie geht das jetzt? Man muss das jetzt... Also, ich mach mal vor. Du machst so und dann so. Erstmal rein. Erstmal rein. Boah, warte mal. Nee, ja, das müssen die jetzt sehen. Erstmal rein, ja. Jo.
Hast du schon? Da kommt's aus den Ohren raus. Das klebt voll an meinen Fingern, dann machst du so. Oh Gott, Leute! Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ist das... Oha, ich seh schon was. Ich seh nichts. Leute, ist das geil, guck mal, ey, Alter. Oh mein Gott, okay, sie hat blaue Haare. Mann hat pinke. Ich werd nicht mehr... Scheiße! Oha! Oh mein Gott, Leute! Oh, meine ist ja voll schief! Oha! Wie geil! Ey, guck mal, Leute! Ich feiere das so sehr, ey! Das Wasser ist ja geil. Ich glaube, ich kann das nicht, ey. Alter, guck doch mal. Boah, ich mach bestimmt noch so eine irgendeinen Scheiß. Geil. Ja, das braucht noch einen Moment. Bei mir ging es ja gar nicht gedacht. Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Ja, Alter. Leute, groß. Ich will den Frauen das Wasser. Ja. Für die nächsten, wenn ich in nächster Zeit 20 mehr Abonnenten bekomme, dann wird meine Schwester das Zeug ja auf Ex trinken. Mit dir? Ekelhaft. Boah, geil, Leute, guck mal. Da hängt noch was. Mann, die will aber auch nicht richtig. Meine hat so ein komisches Gesicht. So, kennst du Sims? So sehen die mal am Anfang. Alter, ich hab meine Der hat die Barbie direkt geköpft. Was bist du für ein Mensch? Guck doch mal, wie geil, oder? Ey, das ist ja Hammer. Das ist mega. Boah. Nee, oder? Ich werd nicht mehr. Warte mal, welche habe ich denn jetzt? Nee, ich glaube, ich hab die, oder? Du hast die, ja. Ich hab die, die ich... Die, nicht die wollte ich... und jetzt findet er die so geil, sogar ich, die ich haben wollte, finde ich scheiße. Doch, ich finde die cool, aber ich meine... Was hat das denn jetzt? Stell dir vor, das wäre deine Tochter. Kann man sich nicht so aussuchen wie du? Ey, Leute, ich muss mir das immer, wenn ich hier wieder herkomme... Deswegen komme ich ja nicht so oft, deswegen bin ich ja rausgezogen. Ja, genau, du Lügnerin. Oh Mann, man hat immer noch was in den Dinger an. Das ist ja heftig. Soll ich mich auch räumen? Jetzt musst du die anderen auch auf Wasser machen, gell? Also da, wo kein Wasser draufsteht, also so wie hier. Die kommen natürlich nicht ins Wasser, für Dummies und hier. Dummies! Und das, so hier bei dem, kommt gut ins Wasser. Aber da ist so nichts mehr, was sie ins Wasser machen können, oder? Richtig okay, Leute! Hä? Das andere ist doch einfach nur Dings. Ups. Okay, womit fangen wir denn an? Also wir haben jetzt hier noch so kleine Tüten. Ich fange mit der ganz kleinsten an. Also, okay, also umweltschonend ist das auf jeden Fall nicht. Ja, welches? Ich fasse mich nicht. Ja, ich habe Schuhe. So, und ich habe auch hier. Dann muss ich das auch machen. Ja, jetzt auch verschiedene hat die Barbie Design. Ich glaube, das ist ein Leute, voll schick. Das hast du ein Herz. Das ist ein Herz, ja. Boah, ich habe Kreolen, guck mal. Was ist denn meine noch so aussuchen? Cool. Ist das nicht geil? Das stört mich richtig schön. Keiner hat irgendwas in der Nase. Ich geb die gar nicht rein. Wir geben das rein. Oder von hinten? Hey, nee. So. Einfach reinstecken. Ja, einfach reinstecken. Oh. Das sieht komisch aus. Das sieht aber nicht gesund aus. Hä, wieso sieht das denn so komisch aus bei mir? Nein, warte. Du musst jetzt... Schon richtig. Das sieht aus, als hätte die da so ein Horn raus. Wachsen. Irgendwie. Boah, wie geil. Ja, da freuen sich sogar die Nachbarn hier.
Scheiße. Es läuft aus, scheiße. Wo kommt denn die Flüssigkeit hier raus? Hat die ihre Tage jetzt, oder was? Auch Barbies dürfen ihre Tage haben. Auf den Stuhl. Alles voll hier, oh fuck. Okay. Sag mal nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, okay, die Kreolen gefallen mir jetzt irgendwie nicht so. Das sieht voll nicht schön aus. Das sieht richtig aus, als hätte die da erwachsen. Als hätte die da erwachsen? Als hätte die da drin erwachsen. Oh mein Gott, damit. Ich habe jetzt Schuhe. Die finde ich interessant. Interessant. Boah, ist ja wie so eine Überraschungsfrage hier. Meine Fresse, wo du bist. Ich glaube, wir haben Geister hier. Ich bin oh so erschreckt. Löffel, ey. Guck mal, vielleicht machen wir so einen Tausch. Du hast nicht gezeigt, das bist du für ein Mensch. Oh, Entschuldigung, das sind halt schwarze Boots. Fancy. Nee, ich glaube, der gehört hier hin. Oh, voll schön. Oh, Madame, wie nenne ich dich? Lotte oder so. Oh, schreibt doch mal in die Kommentare, wie wir die nennen sollen. Ich habe leider keine Idee. Gertrud. Und Gerlinde. Gertrud. Ey, stimmt. Das ist Gertrud und das ist Gerlinde. Ich was sagt ihr dazu? Ey, ja. Nein, meine ist Gerlinde. Warte mal. Das lange jetzt, oder was? Nee, erst das hier. Erst das hier. Ach, ich kann schon gar nicht mehr so sitzen. Ey, ich sitze hier wie so ein Stück Scheiße. Und außerdem bin ich irgendwie weiter vorne als du. Die hört nicht auf zu tropfen. Lass die ein bisschen brauchen. Ja, aber ich kann das dann wieder anziehen, wenn es dann so nass wird. Fancy. Musst du so viel Licht sehen, hoffe ich. Boah, aber guck doch mal, wie unterschiedlich das Gesicht allein schon ist. Ich finde deine viel hübscher als meine. Ich mag Fraglets. Ich finde meine aber auch schöner, obwohl ich die am Anfang voll hässlich fand. Meine Glöckchen passen zu mir. Meine hat schon mal ein Haar weniger. Kenn ich ja nicht an, das hast du früher bei mir auch gemacht. Ja, kann sein, ich hab dir gerne den Haar gezogen. Boah, Hammer. Nein, deine Haare finde ich nicht so schön wie meine. Nee, finde ich jetzt aber auch nicht, aber trotzdem. Dadurch, dass es schwarz, da ist viel zu viel schwarz drin, Leute. Das sind meine schönen, wunderbaren Haare. Die sind so lockig. Also ich mag meine Barbie. So, jetzt stecken wir da. Also es ist die Barbie ohne und hier, wenn mal, ich mache so. Du hast sie einfach falsch rum drauf gemacht. Nee, das macht man so. Die ist so, die ist Punkerin. Warte mal. Okay. Guck doch mal, wie geil. Best Friends Forever, Bitch. Das war einfach komplett die falsche Hand genommen bei mir. Corona-Check. Junge. Ach so, hä, wo ist denn jetzt mein Rock? Ist der schon wieder abgefallen? Dann war schön. Hast du den überhaupt drauf gemacht? Ich glaube nicht. Oh Mann, Leute, wie kann man so verteilt sein? Wie heißt deine nochmal? Gertrud oder Gerlinde? Deine ist jetzt die Gerlinde, meine ist die Gertrud. Nein, ich werde die nennen. Aber wie haben wir die jetzt genannt? Ich nicht Gertrud und Gerlinde. Aber wer war denn jetzt nochmal wer? Du warst die Gerlinde. Hi Gerlinde, wie geht's so? Fancy. Ist das nicht? Oha, die also ich muss sagen, die Haare sind aber schon, die sind schon voll gut. Die sind saugut gemacht, die fühlen sich fast an wie echte Haare, fast, sag ich, nur ein bisschen groß. So, jetzt kommt das andere Zeug, so jetzt machen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Denkt dran, sobald ich 20 Abonnenten habe, wird sie das trinken. So, jetzt kommen wir zum coolen Teil und zwar, du darfst dir was aussuchen. Also ich habe vier Dinger.
Du kriegst jetzt all diesen ein bisschen dirty, musst du sauber machen. Mit der Zunge. Natürlich das hier. Ich weiß nicht, was nehme ich denn? Ich will den Pinken, den hier will ich. Was nehme ich? Du nimmst den Pinken, der passt am besten. Ah, okay. Muss ich einfach nur reinstecken. Ja, ist wie beim Sex. Wenn du nicht drinne steckst, hast du verloren. Oh. Das ist nicht richtig drinne. Muss jetzt nicht reinstecken. So. Oh. Und ich krieg jetzt das Rote, ja? Jetzt, und ich nehme das Weiße, passt am besten. Aber Mann, wieso kriegst du das so gut hin, obwohl ich das gekauft habe? Weil es so schwer ist, reinzumachen bei dir. Nimm das Pinke. Scheiße, die will einfach nicht. Tada, ist das nicht geil, ey. Guck doch mal. Ja, jetzt musst du auf jeden Fall... Dankeschön. Jetzt musst du auf jeden Fall, scheiße. Du musst auf jeden Fall Eiswürfel jetzt holen. Für was? Hol mal Eiswürfel. Und wo finde ich Eiswürfel? Stehen, dann erzähl den Leuten mal irgendwas Uninteressantes über dich. Du musst. Also Leute, mein Leben ist voll interessant. Ja, also ich bin 21 noch. In 2 Wochen habe ich den Geburtstag. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich, ja, noch in 2 Wochen. Ein Tag Geburtstag. Merkt euch das. Also wenn ihr am 8.8. das nächste Video seht, habt ihr Weihnachten, Geburtstag, ihr werdet mir alle gratulieren. Dankeschön. Ja, was kann man denn erzählen? Was du machst, warum du so hässlich bist. Also ich bin hässlich, weil er mich dazu gebracht hat. Das schneide ich raus, ich schwör's. Aber so scheiße an lässt du drin. Keine Ahnung, was du so machst, wie es dir so geht, wie du, keine Ahnung. Und jetzt gut, ich sitze hier und ich mache nichts. Ich bin arbeitslos. Spaß. Ja. Ich bin... Das sage ich euch noch nicht. Dafür kennen wir uns nicht. Gut, also wir haben lila und blau. Du kriegst lila, weil das besser zu dir passt, kriegst blau. So, warte. Wir haben hier eine Anleitung. Die wäre geil gewesen, die hier. Oder die? Die wollte ich auch nicht. Ist das denn die? Ich hab die hier. Ja, die hab ich. Boah, also die sind ja hier. Ich wollte eigentlich ursprünglich die Lieder hier oben haben. Oder die ich jetzt habe. Also die hier. Ja. Nimm jetzt mal den Eiswürfel und streich jetzt mal über das Top. Oh nein, ich habe ein Herz vergessen. Alles ready. Du bist schon fertig, zeig mal. Warum hat deine so flawless Lips und meine hat so Kacklips? Gib doch mal. Guck mal, wie kacke das aussieht. Ekelhaft. Oh, das ist ja super. Für wie hast du das jetzt gemacht? Geil. Den man nicht so zärtlich ist zu der. Geil. Ey, krass. Das gefällt mir richtig gut. Hier, ey, guck mal. Hammer, ich schwör's, Hammer. Und jetzt. Ja, jetzt muss ich hier jemanden bekannt machen. Wir drehen schon fast eine halbe Stunde, ey. So, das ist meine andere Barbie, die Isabel. Guck mal, so sieht die aus. So, jetzt haben wir doch das perfekte Trio, würde ich sagen. Passen doch gut zusammen, oder? Wie die einfach nur nach hinten kippt. Gut. Nice und scheiß. Bist du immer so, dass wir das beenden? Nein, wir beenden das jetzt richtig. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen.
Das schneide ich dann noch. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das hat wirklich echt viel Spaß gemacht. Also ich fand das so geil. Ich habe das so gefeiert. Ich schwör's, ey. Also es gibt noch weitere Ausführungen von der Barbie, irgendeine Punk-Serie und noch irgendwas. Ich kaufe wieder eine. Das ist einfach Hammer. Dann gibt's die Baby-Version. Bitte. Wir müssen die Familie zusammenführen. Leute. Stellt euch vor, okay. Sie sehen so schön aus. Ja, auf jeden Fall einfach richtig geil. Vielen Dank, liebe Maria, dass du in dem Video mit aufgetreten bist. Nee. Folgt ihr doch mal auf Instagram. Maria und... Nein, du sollst dazu nichts sagen. Du hast mich so angeguckt. Würdest du meine Videos gucken, wüsstest du, wie das ist. Nein, das lasse ich so. Nee, du machst das nochmal. Folg dir doch mal auf Instagram. Jetzt musst du so machen. Weil sie hat nämlich Instagram. Hast du YouTube? Nee, hast du nicht, ne? Schreib doch mal in die Kommentare, ob sie auch YouTube machen soll. Und falls sie mehr Follower bekommt als ich, ja, dann bin ich böse. Dann blockiere ich dich. Dann melde ich dich und sag, du hast dich nackt ausgezogen. Mach das. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Hier irgendwo. Also ich bin immer noch total aus dem Häuschen hier. Guckt euch doch den geilen Scheiß einfach mal an, ey, oder? Ist das nicht haftig? Ist das nicht heftig? Oh. Jetzt hast du die Haare da hängen, ey. Guckt nein. Mal. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder öfter mal, vielleicht in einem Video. Sicher doch. Au. Und gibt's noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ich vergesse nicht. Tschüss. So, und jetzt kommt der Teil. Die letzten 20 Sekunden sind Dings. Sind Abspann. Und da müssen wir jetzt irgendwas machen. Prost. Ach so, Prost. Wie schmeckt das? Ich hab's nicht probiert. Ich will so eine. Die Leute probiert das nicht, das ist giftig. Du weißt schon, dass das eine Form sein wird. Mmh.